Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt wieder Wochenupdate. Ja, diese Woche so ein richtig geniales Steelbook in die Sammlung gekommen, und zwar das hier, The Running Man mit Arnold Schwarzenegger von der Firma Cape Light Pictures. Richtig geniales Steelbook, aber das schauen wir uns gleich im Wochenupdate an. Vorher wollte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Der liebe Julian von Julians Filmversum und ich, wir haben nämlich einen neuen Kanal eröffnet, der sich rund um das Thema Funko Pop Figuren beschäftigt oder rund um das Thema Funko. Der Kanal heißt die Funko Junkies und wird jetzt immer der erste Link unten in meiner Videobeschreibung unter jedem Video sein. Also die Funko Junkies, der Link immer unten in der Videobeschreibung, der erste Link. So, und da geht es halt um das Thema Funko Pop Figuren. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich zeige euch mal eine. Hier zum Beispiel haben wir hier von dem neuen Film, der jetzt rauskommt, Aquaman. Da haben wir den Arthur Curry in der Special Edition. Hier ist so ein Convention Special Explosiv Pack und der zum Beispiel wird auf dem Kanal vorgestellt und nach wahrscheinlich alle meine Funko Pop Figuren. Und der Julian, der hat nämlich über 100 Stück in der Sammlung und die will er euch alle, oder nicht alle, also viele will er euch vorstellen auf den Kanal, und dann kommen da vielleicht noch ein paar Diskussionen über Funko Pop Figuren. Wie gesagt, wir betreiben den Kanal zusammen, der Julians Filmversum und ich, der Ralfs Unboxing, wir betreiben den Kanal zusammen, die Funko Junkies. Link immer der erste unten in der Videobeschreibung. So, jetzt genug gelabert und genug Werbung in eigener Sache. Jetzt geht's los mit dem Wochenupdate. Viel Spaß! Dann fange ich jetzt erstmal mit den beiden Steelbooks an, die ich die Woche schon auf meinem Kanal vorgestellt habe. Die Links zu den einzelnen Videos dazu sind unten in der Videobeschreibung. So, einmal Agent of S.H.I.E.L.D. Staffel 1 von Savi. Richtig geniales Steelbook, richtig geile Prägung und insgesamt auch ein wirklich richtig schickes Steelbook. Dann Agent of S.H.I.E.L.D. Staffel 2 von Savi, auch ein geiles Steelbook, nimmt sich vom ersten her fast gar nichts. Bis auf hier das Packardwork ist ein bisschen langweiliger. Wie gesagt, die beiden Steelbooks habe ich auf meinem Kanal schon vorgestellt. Links dazu unten in der Videobeschreibung. So, dann habe ich noch eine Emery mir geholt, und zwar hier Christopher Robin, der Winnie-Pooh-Film von Disney, der Real-Winnie-Pooh-Film mit Hugh McGregor. Da war ich auch im Kino und der Film ist wirklich richtig genial. Also ich fand den Film schön. Ist er für mich, für meinen Geschmack, FSK 0 ein bisschen, ich würde mal sagen, zu wenig. Also ich würde da der FSK 12 ansetzen, weil der Film hat tiefe, also wie soll ich das sagen, so schon ein bisschen Drama-Feeling, auch ein bisschen Grusel-like hier mit dem roten Ballon und so, wenn Puder mit dem Wald rumläuft, ist schon eine FSK 0 ganz schön gewagt. Aber ist auf jeden Fall auch für Erwachsene ein super Film. Hier die Vorderseite der Armari, dann hier hinten die Rückseite mit den Informationen. Und da haben wir sogar Prädikat besonders wertvoll. So, leider keine Wendecover dabei und hier die ganz normale Disc. Ja, schöner Film. In der Sammlung gucke ich mir definitiv nochmal an. So, und jetzt kommen wir zum Highlight die Woche und auch schon zum letzten Artikel, weil so viel ist die Woche doch nicht gekommen. Eigentlich sollte noch kommen Mac und Mission Impossible Fallout, aber die kommen erst morgen. Also, ja, deswegen sind die hier nicht im Video mit dabei. Dann haben wir hier das Steelbook zu Schwarzeneggers Film The Running Man von Cape Light Pictures. Absolut geniales Steelbook. So hätte ich das nicht erwartet, aber es ist wirklich ein richtig, richtig geiles Steelbook. Wir schauen uns erstmal hier die Vorderseite an mit dem Schuber, mit diesen ganzen kleinen Details auf den Schuber gedruckt. Das sieht richtig genial aus. Richtig, richtig geil. Und dann an sich auch, das passt auch super zusammen mit den Details da. Denn die Rückseite mit den Informationen und dem Bonus, ich weiß nicht, kann man das jetzt sehen? Oder spiegelt das ein bisschen zu doll? Ich halte das mal ein bisschen dichter. Doch, jetzt kann man es sehen, da könnt ihr mal auf Pause drücken. Den hier unten noch ein paar Credits. Und da oben noch einen Satz und ein paar Bilder aus dem Film. Und wenn wir jetzt den Schuber abnehmen, kommen wir zum Hauptsteelbook. Und auch schön ist, dass der FSK-Flatschen hier nicht drauf ist. Der war nämlich nur draußen auf der Folie geklebt. So. Jetzt kommen wir zum Steelbook und das ist auch wirklich richtig genial. Hier haben wir eine Rahmenprägung, denn ist Arnold Schwarzenegger in diesem gelben Anzug auch richtig geil geprägt. Hier, man sieht das hier richtig schön, sieht wirklich richtig geil aus. Also kann man nicht meckern. Ist zwar so ein gezeichnetes Artwork, aber das passt hier auf jeden Fall. So, die Rückseite ist denn so mit diesem Bild. Hier noch oben der Spruch, das hier unten hätten sie weglassen können, aber das ist jetzt wirklich meckern auf hohem Niveau. Das Steelbook an sich ist wirklich genial. Es ist Hochglanz, es ist schön geprägt. Es sieht wirklich sehr gut aus, auch hier der Gesamteindruck, hier nochmal mit der Prägung, wirklich genial. So, und dann kommen wir hier zu so ein bisschen Werbung von Cape Light. Dann haben wir hier die normale Blu-ray dabei
und dann hier die Bonus-Disc auch auf Blu-ray. Hier drin steht ja nochmal ein Spruch. Der kommt jetzt ein bisschen blöd drüber, weil dann diese Trays von den Discs sind. Und dann haben wir hier noch einen Innendruck. Und das sieht wirklich geil aus. Also dieses Steelbook ist wirklich gelungen. Bin ich froh, mir das gekauft zu haben, weil ich hatte nur so ein komisches Bootleg-Mediabook vom Film in der Sammlung. Und jetzt habe ich ein richtig geiles Steelbook mit der Uncut-Fassung. Beste Fassung, bester Ton, habe ich schon gehört. Habe ich noch nicht gesehen, aber haben mir schon viel erzählt. Geiles Steelbook, geile Filme. Ja, geiler Film, meine ich nicht, geile Filme. So, das war das Wochenupdate für diese Woche. Nicht viel dabei, zwei Steelbooks von der Serie. Marvel-Serie, die noch nicht abgesetzt wurde, wie ich finde. Oder wie ich es rausgefunden habe. Und was auch nicht schlimm ist, weil die Serie gefällt mir wirklich gut. Denn The Running Man und Christopher Robin. Ja, meine Stimme müsst ihr ein bisschen entschuldigen. Ich bin noch ein bisschen heiser, ein bisschen krank. Ich weiß nicht, ob man das im Video hört, weil manchmal sind die Filter vom Mikrofon so gut, dass man das gar nicht mitkriegt. Aber ja, okay, das war's. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao.